Das kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und insofern würde ich sagen, jeder, der die Wahlkabine betritt, hat eine gute Entscheidung getroffen. Wir haben eine Situation, in der die Europäische Union nicht super beliebt ist, auf jeden Fall. Dann kann man so schön diffus auf diese Europäische Union verweisen, über die viele Leute eigentlich einfach nicht genug wissen, um einzuschätzen, dass das Blödsinn ist. Man muss das gut austarieren, man muss gucken, was sind Aufgaben, die auf der europäischen Ebene besser gelöst werden können. Und das sind viele. Europa, offene Grenzen und Euro, Regelungswut und vermeintlich faule Abgeordnete. Wie geht's jetzt weiter? Was haben wir erreicht? Wo müssen wir noch hin? Und was muss vielleicht geändert werden? Das ist unser Thema im heutigen Wahllokal. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Und unterstützt wird Stefan, wie immer, von mir, Anna Petersen. Und heute bei uns im Studio zu Gast ist Dr. Jana Windwehr von der Uni Halle. Seit 2013 lehrt sie dort internationale Beziehungen und europäische Politik. Sie hat mir schon im Vorfeld verraten, die europäische Politik, das ist so ihre Lieblingsspielwiese in dem ganzen Unterfangen. Politikwissenschaften haben sie studiert in Kiel und in Oslo, wahrscheinlich um auch mal die Perspektive eines Nicht-EU-Landes auf die EU zu erhalten, nehme ich an. Liege ich da richtig? Ja, das war nicht ganz explizit der Hauptgrund. Ich war schon immer so ein bisschen in Norwegen verliebt, aber es war auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt an der ganzen Sache, ja. Klasse. Auf jeden Fall eine Frau, die die EU von innen und von außen kennt. Was wollen wir mehr? Wenn man jetzt so Europa nimmt, auch das Europaparlament, das wirkt ja alles immer unheimlich komplex und unheimlich staatstragend und groß. Aber jetzt mal abgesehen von offenen Grenzen und Euro, wo spüren wir denn jeden Tag Europa? Ja, also diese Frage, wo ist Europa in unserem täglichen Leben, die bekommen wir oft gestellt. Und sie ist natürlich auf der einen Seite tatsächlich in diesen großen Dingen, die Sie gerade angesprochen haben. Ich will aber nochmal sagen, dass die trotzdem nicht selbstverständlich sind und dass man die auch nicht vergessen darf und nicht sagen sollte, was bringt uns Europa eigentlich jenseits von Wohlstand und Frieden und offenen Grenzen und Reisefreiheit. Das ist ja nicht nichts. Ja, wenn man sich in vielen Teilen der Welt umschaut, dann sind das hohe Güter, die uns die Europäische Union gebracht hat und über viele Jahrzehnte zuverlässig, wenn man so will, liefert. Wenn man jetzt aber fragt, so im täglichen Leben, wo begegnet uns da Europa, wo begegnet uns die Europäische Union, das ist ja übrigens auch nicht ganz das Gleiche, dann würde ich sagen, ja, das ist sehr komplex, weil es sehr, sehr viele kleine Einzelteilbereiche unseres Lebens gibt, die auch oder ganz europäisch geregelt werden. Ich nehme vielleicht mal so ein paar konkrete Beispiele raus. Also, wenn man so und so viele Tage gearbeitet hat, dann hat man Anspruch auf eine bestimmte Anzahl von Urlaubstagen. Oder wenn man so und so viele Stunden gearbeitet hat am Stück, dann hat man Anspruch auf eine Pause. Das ist in der Europäischen Union mit der sogenannten Arbeitszeitrichtlinie geregelt worden. Es gab natürlich davor auch schon nationale Regelungen dazu, aber die waren teilweise nicht so vorteilhaft für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie das jetzt die europäischen Regelungen sind. Das ist jetzt auch ein bisschen ein alter Hut, weil das Ding aus den 90er Jahren stammt. Aber an solchen Dingen, zum Beispiel im Arbeitsleben, kann man die Europäische Union sehen. Mit welchen Chemikalien darf ich an meinem Arbeitsplatz konfrontiert werden und mit welchen sozusagen grundsätzlich erstmal nicht? Welche Schutzvorkehrungen gelten da und so weiter? Das sind wichtige Bereiche, die von der Europäischen Union reguliert werden. Dann gibt es natürlich aber auch vieles, was uns so im täglichen Alltag und unabhängig davon, wo wir arbeiten, begegnet. Also ein beliebtes Beispiel aus den letzten Jahren sind die Roaming-Gebühren. Bin ich früher in Urlaub gefahren und habe da mein Handy benutzt, dann erlebte ich möglicherweise eine üble Überraschung hinterher, wenn ich meine Abrechnung vom Handyanbieter bekommen habe. Und wenn man zum Beispiel in die Türkei fährt, dann kann das immer noch sehr leicht passieren. Im europäischen Ausland kann das jetzt nicht mehr passieren, weil das vereinheitlicht worden ist. Und wenn ich dort telefoniere oder streame oder was auch immer irgendwie mein Handy benutze, dann fallen dafür die gleichen Gebühren an, als wenn ich im Inland geblieben wäre. Also das ist sozusagen ein ganz konkreter, kleiner, zugegebenermaßen, aber ein ganz konkreter Nutzen der Europäischen Union. Und so gibt es sehr, sehr viele kleine Teilbereiche. Es gibt auch sicherlich so mittelgroße Bereiche, wie zum Beispiel, das sehe ich ja jeden Tag bei unserer Kundschaft, die Möglichkeit für Studierende, dass sie überall im europäischen Ausland mal ein oder zwei Semester verbringen können. Man kann, wenn man das denn möchte und die Fremdsprachenkenntnisse mitbringt, im europäischen Ausland arbeiten. Man kann dort seinen Ruhestand verbringen und sich die Rente dort auszahlen lassen. Das sind alles so Dinge. Natürlich nutzt das ein großer Teil der Bevölkerung nicht, aber wir können es nutzen. Und wenn man eben es vergleicht mit außereuropäischen Zusammenhängen, dann haben wir da auch einen riesen Vorteil eigentlich, ne? Der
wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und zum Beispiel auch sowas wie dieses eben angeführte Recht, seine Rente mitzunehmen oder sich im Ausland medizinisch behandeln zu lassen oder so, das ist außerhalb der Europäischen Union unheimlich kompliziert. Und wenn man mit Kollegen aus der Rechtswissenschaft spricht, dann sagen die, ja, also das ist komplex, das zu regeln, aber in Europa haben wir das halt irgendwie hingekriegt. Ne? Also dass zum Beispiel Einkünfte nicht doppelt besteuert werden, wenn ich mal 3 Jahre in Malta gearbeitet habe, dann wieder zurückkomme, hier einen Teil meiner Rente verdient habe, einen Teil eben dort in Malta, vielleicht noch einen Teil in Brüssel. Ne? Also dass all diese Dinge geregelt sind und nach einem Verfahren ablaufen, das keine Einzelfallprüfung ist. Das sind Mosaiksteine, würde ich sagen, des Nutzens der Europäischen Union. Das sind ganz, ganz viele spannende Beispiele, was Europa zu uns trägt. Wie läuft das umgekehrt? Also welchen Einfluss hat, sagen wir mal, das kleine Sachsen-Anhalt auf Entscheidungen auf Europaebene? Ja, also Sachsen-Anhalt alleine hat sicherlich einen begrenzten Einfluss auf die Europäische Union, ebenso wie jede andere Region auch im Übrigen. Es gibt natürlich welche, die vielleicht unterschiedlich finanzstark sind, die sich auch unterschiedlich ins Zeug legen, um das mal salopp zu sagen, um in Brüssel präsent zu sein. Es gibt ja dieses schöne Beispiel der Landesvertretung von Bayern bei der Europäischen Union, die direkt neben dem Europaparlament ist und so ein bisschen spöttisch den Beinamen Schloss Neuwarnstein bekommen hat, weil es eben sozusagen eigentlich eine Überrepräsentation eines Bundeslandes, also eines relativ kleinen Teils eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es mindestens 2 Schienen, auf denen auch ein Land wie Sachsen-Anhalt dort Einfluss natürlich haben kann und auch hat. Und das erste ist über die nationale Ebene. Ja, also Sachsen-Anhalt hat ja seinen Anteil an der Bundespolitik über den Bundesrat zum Beispiel, kann also Einfluss nehmen darauf, wie die deutsche Bundesregierung sich positioniert in europäischen Verhandlungen, zu Gesetzesinitiativen und so weiter und so fort. Das ist das eine und das wird dann über den Rat in der Europäischen Union verhandelt. Und das andere ist, dass es auch durchaus für solche, ja man sagt ja technisch immer so Gebietskörperschaften wie Sachsen-Anhalt die Möglichkeit gibt, sich über den Ausschuss der Regionen in der Europäischen Union auch einzubringen und darüber hinaus, und das ist, glaube ich, jetzt gerade auch für Sachsen-Anhalt ein nicht zu unterschätzender Punkt, gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Förderprogramme, also wo es zum Beispiel um die Förderung des ländlichen Raumes geht, ne, wo es um Verbesserung bei der Infrastruktur geht, wo die Europäische Union wirklich Geld in die Hand nimmt, obwohl ihr Haushalt begrenzt ist, wenn man den natürlich mit nationalen Haushalten vergleicht, wo man also Projekte beantragen kann zum Beispiel und wenn man hier in Halle oder auch in anderen Städten, egal jetzt welcher Größe, mit offenen Augen durch die Gegend läuft, dann sieht man auch immer mal wieder so kleine Plaketten an öffentlichen Gebäuden, gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder ähnliches, an Autobahnabschnitten teilweise ähnlich. Ne? Also das heißt, die Möglichkeiten, alleine was zu tun, die sind begrenzt, sie sind aber trotzdem da. Und was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, man kann sich auch Alliierte suchen und das passiert ja auch. Ne? Also man kann sich mit anderen deutschen Bundesländern vernetzen. Man kann aber auch zum Beispiel Überlegungen anstellen, wie gibt es nicht in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union möglicherweise Gebiete, also subnationale Gebiete, die in einer ähnlichen Situation sind, ja, die eher ländlich sind, aber auch mit ein paar Städten zum Beispiel. Oder die, jetzt ganz anderes Thema, die stark von Dürre betroffen sind im Sommer oder so. Und das kann ja auch themenabhängig sein. Und können wir nicht eigentlich mit denen zusammen was machen? Und das passiert auch in der Europäischen Union. Also es gibt sozusagen Allianzen, die gar nicht so viel mit der Nationalität oder mit dem nationalstaatlichen Kontext der jeweiligen Region zu tun haben, sondern wo sich Regionen untereinander vernetzen und gemeinsam für ihre Interessen einstehen. Jetzt steht die Europawahl an. Sie als Europawissenschaftlerin oder als EU-Wissenschaftlerin, warum ist gerade diese Wahl bedeutend? Denn von meinem Gefühl her geht sie in Deutschland in der, ich glaube, wenn man jetzt 100 Bürger auf der Straße fragt, nenn uns doch mal die wichtigste Wahl, die stattfinden kann, ne? Also von Europa bis hin zum Gemeinderat. Und ich fürchte, Europa würde da den letzten Platz belegen. Also sicher nicht den ersten, da bin ich sofort dabei. Und wir haben auch in der Politikwissenschaft einen technischen Begriff dafür erfunden. Die europäischen Wahlen werden immer gerne als sogenannte Second-Order-Elections beschrieben. Also als Wahl zweiter Klasse, bei der es häufig dann auch in der Wahlentscheidung gar nicht so sehr darum geht, was will ich eigentlich auf europäischer Ebene, sondern um quasi Denkzettel verteilen an die nationalen Regierungen. Das ist so die Idee dahinter. Niedrigere Wahlbeteiligung, das kann man natürlich auch sehr, sehr leicht nachvollziehen.
nachvollziehen, wobei sie zuletzt tatsächlich gestiegen ist auf niedrigem Niveau. Aber ja, das ist so die gängige Einschätzung von Europawahlen. Die sind irgendwie nicht so wichtig. Es gibt sicherlich auch viel Unwissenheit darüber, was macht eigentlich das Europäische Parlament. Es gibt natürlich auch nicht so eine starke Personalisierung, wie wir das bei Wahlen im nationalen Rahmen kennen. Das heißt, die meisten gehen in die Wahlkabine und haben einen Zettel vor sich, auf dem sie lauter Leute lesen können, von denen sie noch nie was gehört haben. Und auch die Frage sozusagen, ja, eine Stimme aus einem von 27 Mitgliedstaaten, was macht das jetzt eigentlich aus? Ne? Und meine Einschätzung dazu wäre, das macht sehr viel aus. Erstmal aus grundsätzlichen Überlegungen heraus, dass nämlich das Europäische Parlament mit der Zeit immer wichtiger geworden ist. Es ist das einzige direkt gewählte Parlament einer internationalen Organisation weltweit. Und als solches wurde es erstmal eingerichtet mit relativ überschaubaren Kompetenzen. Und dann hat man über die Jahre immer wieder bei den Vertragsreformen eigentlich das Parlament aufgewertet. Und heute ist es am Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union gleichberechtigt mit dem Rat beteiligt. In fast allen Feldern. Es gibt ein paar Ausnahmen aus der Sicherheitspolitik, aber normalerweise ist das Parlament wirklich wichtig. Ja? Und es hat auch immer wieder Initiativen, also nicht selbst gestartet, das kann es nicht, das kann nur die Kommission, aber sagen wir mal unterstützt oder in bestimmte Richtungen gelenkt, die wichtig waren. Also man könnte zum Beispiel jetzt diese Datenschutzgeschichte anführen, wo das Europäische Parlament eine wichtige Rolle gespielt hat. Jetzt unabhängig davon, ob man das, was dabei rausgekommen ist, vielleicht manchmal auch kritisch betrachtet, aber sozusagen, also da sieht man, dass das Europäische Parlament einen Einfluss haben kann. So, das ist so die grundsätzliche Überlegung, dass diese Europawahlen nicht unwichtig sind. Wir haben auch in den letzten Jahren eine zunehmende Tendenz dahingehend, dass da der Ausgang der Wahl zum Europäischen Parlament wichtig dafür wird, entscheidend dafür wird, wer Kommissionspräsident oder Kommissionspräsidentin wird. Das ist keine Wahl wie aus dem Deutschen Bundestag heraus, aber es ist zumindest eine stärkere Verbindlichkeit in dieser Verbindung als früher. Ja, und man hat versucht, das mit dem sogenannten Spitzenkandidatenprinzip noch etwas zu unterfüttern. Das ist, würde ich sagen, bisher nicht so gut gelaufen, aber das wäre so eine Richtung, in die das vielleicht gehen könnte, um auch eine stärkere Personalisierung, Identifizierung der Wählerschaft zu ermöglichen. Und das Dritte, warum ist jetzt genau diese Europawahl so wichtig und vielleicht auch wichtiger als die letzte, die letzte war schon eine ähnliche Situation, aber wichtiger als vorhergehende Europawahlen ist einfach, dass uns die Umfragen sagen, dass da ziemlich unerfreuliche Ergebnisse drohen, dass es sehr viele EU-skeptische, populistische Parteien in praktisch allen Mitgliedstaaten gibt, die da vermutlich ziemlich absahnen werden, und das kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und insofern würde ich sagen, jeder, der die Wahlkabine betritt, hat eine gute Entscheidung getroffen. Kann das am Ende auch darin enden, dass Europa oder die EU auch wieder aufgelöst wird? Oder ist das eher so ein Männetekel, was man da an die Wand malt? Ja, viel diskutierte Frage. Also ich glaube, eine vollständige Auflösung im Sinne von, wir sind dann wieder alle unabhängige Nationalstaaten und machen quasi gar nichts miteinander, das ist völlig unrealistisch. Aber dass die Europäische Union sozusagen sich rückentwickelt auf nur noch eine Art Binnenmarkt mit so ein bisschen Extras rechts und links, das ist vielleicht nicht völlig undenkbar. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, vor der man nicht komplett die Augen verschließen sollte. Ich glaube, es ist nicht super wahrscheinlich. Wir haben das absolut abschreckende Beispiel des Brexits, wo man jetzt sehen kann, die ökonomischen Konsequenzen sind für Großbritannien sehr deutlich zu spüren. Es gibt riesen Personalprobleme, weil einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel aus Osteuropa plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen, beispielsweise im Gesundheitswesen. Es gibt Probleme an den Grenzen. Man braucht wieder einen Reisepass, wenn man nach Großbritannien einreisen will. Studierende können nicht mehr nach Großbritannien mit Erasmus gehen, aber auch nicht umgekehrt und so weiter und so fort. Da gibt es viele weitere Beispiele. Und ich glaube, die Lust aufs Austreten ist den meisten anderen erstmal sehr, sehr gründlich vergangen. Ohnehin einige von denen, bei denen man das vielleicht hätte denken können, weil sie sich nicht unbedingt als glühende Pro-Europäer in den letzten Jahren verhalten haben, Polen und Ungarn, sind ein bisschen andere Fälle sicherlich auch, einfach auch aus Gründen der Haushaltsfinanzierung. Die hängen sozusagen doch zu einem erheblichen Maß auch davon ab, dass sie, also die nationalen Haushalte hängen davon ab, dass sie auch aus EU-Haushalten unterstützt werden oder aus dem EU-Haushalt, aus EU-Programmen unterstützt werden. Insofern gab es eigentlich auch nie eine so richtig ernsthafte Debatte zum Beispiel über einen
ein Pool-Exit oder wie auch immer man das jetzt als Begriff bezeichnen wollte. Ja, vielleicht auch das. Die Niederlande haben diese Diskussion so ein bisschen im Zuge der Wahl von Geert Wilders gehabt, aber auch da ist irgendwie die Diskussion im Sande verlaufen. Und ich glaube, also wir haben eine Situation, in der die Europäische Union nicht super beliebt ist, auf jeden Fall, in der es knirscht an vielen Ecken und Enden. Man ist sich auch in zentralen Politikfeldern nicht immer einig. Man sieht das aktuell in der Außen- und Sicherheitspolitik auch, dass die Handlungsfähigkeit vielleicht nicht da ist, wo sie sein sollte. Aber wir haben gleichzeitig auch schon ein relativ starkes Bewusstsein für so die Grundbenefits der europäischen Integration. Also das Wohlstandsversprechen, das die Europäische Union trotz allem immer gegeben hat, das ist ja nicht weg. Und es gibt Berechnungen für einzelne Mitgliedstaaten und gerade für Deutschland, das ein sehr exportabhängiges Land ist und auch sehr viel innereuropäisch exportiert, dass man also mit massiven Einbußen zu rechnen hätte, also sozusagen, wenn morgen die Europäische Union nicht mehr existieren würde, ne? Und ja, von Grenzkontrollen und ähnlichen Dingen mal ganz abgesehen. Also ich glaube, dass die Gefahr, dass der Laden komplett auseinanderfällt, überschaubar ist. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt alle entspannt zurücklehnen könnten, sondern wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Kooperation in Europa gut funktioniert und dass wir unsere Herausforderungen besser gemeinsam bewältigen können. Fehlt vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen in die EU? Also Sie haben gerade Verteidigung, Wirtschaft etc. angesprochen. Auf der anderen Seite ist es ein Parlament, was nicht mal die Regelung der Sommerzeit hinbekommt. Ja, also, dass das Parlament das nicht hinbekommt, ist ein bisschen ein unfairer Vorwurf, weil das Parlament alleine das gar nicht kann, sondern das EU-Gesetzgebungsverfahren funktioniert immer so, dass das so eine Art Ping-Pong gibt zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat. Wer sitzt im Rat? Die Mitgliedstaaten. Das heißt, den schwarzen Peter hier ans Europäische Parlament zu geben, ist eigentlich ein bisschen unfair, weil es im Grunde die Mitgliedstaaten sind, die sich in dieser Frage nicht einigen können. Das ist aber natürlich voraussetzungsreich, dass erstmal zu wissen. Ja, und ich glaube in der Tat, es ist für die Außenwirkung nicht besonders vorteilhaft, wenn sowas passiert. Aber nochmal, ne, ist eigentlich sozusagen dem falschen Akteur angekreidet. Was das Thema Vertrauen angeht, also wir haben in der Politikwissenschaft wird viel mit Umfragen gearbeitet. Wir haben tatsächlich eine Situation, die eigentlich etwas paradox ist, weil die Vertrauenswerte in die europäischen Institutionen regelmäßig höher sind als in die nationalen Institutionen. Also das Europäische Parlament hat eigentlich gute Zustimmungswerte. Ja. Und wenn man vergleicht, auch die anderen Institutionen der Europäischen Union, der Europäische Gerichtshof, der Rat und so weiter und so fort, die Kommission, das sieht auf den ersten Blick erstmal nicht schlecht aus und im Schnitt sind die besser als für die nationalen Institutionen. Das gilt auch in Deutschland. Das Problem scheint mir zu sein, dass das nicht unbedingt mit einem erhöhten Kenntnisstand darüber einhergeht, wie die eigentlich arbeiten. Und das ist dann vielleicht eher so ein diffuser Vertrauensvorschuss, als dass man tatsächlich sagen könnte, ja, ich unterstütze diese Europäische Union, weil, ja, oder wie funktioniert das eigentlich? Ja, Beispiel Umstellung auf nur noch Winter, nur noch Sommerzeit, wer hat das eigentlich zu entscheiden? Und ich glaube, da ist viel im Argen, einfach was den Kenntnisstand angeht. Es wird auch nicht besonders gut kommuniziert. Es ist ein bisschen besser geworden, würde ich sagen, wie europäische Themen in den Medien vorkommen, aber da ist schon noch Luft nach oben. Aber heute haben wir ja die absolute Expertin hier. Vielleicht können Sie in 2 Minuten als Quick-Tipp sozusagen Rat, Kommission, Parlament, wer macht da was und warum? Okay, also ich habe mal im Austausch mit einem Kollegen ein schönes Bild gelernt sozusagen. Das würde ich jetzt vielleicht mal weitergeben. Also man kann sich das vielleicht sehr vereinfacht so vorstellen, dass wir die Europäische Union mit Organen ausstatten. Und ich meine jetzt nicht Organe im Sinn von Institutionen, sondern wir haben einmal ein Gehirn. Das wäre dann der Europäische Rat. Da sitzen die Staats- und Regierungschefs drin und sozusagen oben über dem täglichen Alltagsgeschäft sorgen sie dafür, dass sich die Europäische Union in bestimmte Richtungen langfristig entwickelt. Ne? Also es wird immer gesagt, so die strategischen Leitlinien, die werden vom Europäischen Rat entwickelt. So, und dann haben wir 3 Institutionen, die, wenn man so will, ja das Alltagsgeschäft der europäischen Politik managen. Das sind der Rat. Bisschen verwirrend, ne? Europäischer Rat. Dann gibt es auch noch den Europarat, der hat gar nichts mit der EU zu tun. Also der Rat, das Europäische Parlament und die Kommission. Ne? Und die machen die tägliche Politik, wenn man so will. Und das funktioniert dann ungefähr so,
dass die Europäische Kommission einen Anstoß gibt und sagt, wir müssen da was neu regeln. Ja, es gibt irgendwie ein Themenfeld, das ist noch nicht genug erschlossen oder noch nicht gut genug reguliert. Das heißt, die hat das Initiativmonopol, sie ist die einzige Institution, die das machen kann, die sagt, okay, los geht's. Ja, wir brauchen einen neuen Rechtsakt. Und dann kommen Rat und Parlament ins Spiel und spielen sozusagen mit diesem Entwurf Ping-Pong und kommen dann hoffentlich am Ende zu einem Beschluss. Und beim Rat sagt man, also könnte man sagen, analog zu dieser Gehirnidee, könnte man hier dem Rat attestieren, dass er eigentlich sowas wie das Herz der Europäischen Union ist, weil er auch eine Doppelfunktion hat. Einerseits macht er mit dem Parlament zusammen die Gesetzgebung, ne, und andererseits mit der Kommission zusammen die Umsetzung nachher dessen, was beschlossen worden ist. Also insofern, ne, Herz und Kopf, und dann haben wir noch andere Organe außenrum, wie den Europäischen Gerichtshof, der super wichtig ist, der dafür sorgt, dass die Europäische Union eine Rechtsgemeinschaft ist und überall das Recht einheitlich angewendet wird, plus dann noch eine ganze Reihe von Gremien, die ich jetzt aus Gründen der Übersichtlichkeit mal weglasse. Genau. Also der Europäische Gerichtshof, die filternde Leber vielleicht, so nach dem Motto. Genau. Aber wer ist denn der Darm? Gut, Sie verweigern die Aussage, das sei bei dieser Frage auch. Ich glaube, das möchte ich jetzt niemandem zumuten, also auch keiner Institution. Aber was müsste passieren, damit man die, sagen wir mal, europäische Anatomie eine breitere Aufmerksamkeit erhält oder erfährt? Das scheint ja auch ein Problem zu sein. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Schlüssel könnte sein, dass nationale Politik anders mit der europäischen Ebene umgeht. Die kommt meistens gar nicht vor, so lange, bis es irgendwie schief geht. Und dann, wenn es irgendwo Unmut gibt, dann wird gerne der schwarze Peter nach Brüssel abgeschoben. Ein Beispiel, das mir so in eigener Forschung über den Weg gelaufen ist, die Rente mit 67 damals, ne, als das Renteneintrittsalter erhöht wurde. Das hatte eigentlich nicht besonders viel mit der Europäischen Union zu tun. Da gab es irgendwie so ein Empfehlungspapier und so, aber das konnte die Europäische Union und kann es bis heute den Mitgliedstaaten nicht vorschreiben. Ja, diese Dinge sind nationale Kompetenz. Was dann aber passierte, war, dass dann in dieser Reformdiskussion doch immer mal wieder gerne darauf verwiesen wurde, dass man das jetzt ja so machen müsse. Ja, hat ja Brüssel gesagt, das stimmt aber gar nicht, ne? Sondern das ist so ein Blame Game sozusagen. Also irgendwie versuche ich mal, mir das vom Hals zu halten, diesen Vorwurf irgendwie auf mich nehmen zu müssen. Und dann kann man so schön diffus auf diese Europäische Union verweisen, über die viele Leute eigentlich einfach nicht genug wissen, um einzuschätzen, dass das Blödsinn ist. Also ich glaube, das müsste aufhören. Das wäre schon mal sehr hilfreich. Den schwarzen Peter immer einfach weiterzuschieben. Genau, ja. Also das ist, glaube ich, wirklich keine besonders hilfreiche Entwicklung, so was nationale Politik angeht. Das Zweite ist, sowas vielleicht, was wir hier auch gerade machen und was wir auch in unserem täglichen Leben an der Uni machen, rausgehen und darüber reden. Und zwar nicht nur mit denen, die schon katholisch sind quasi, ne? Also nicht nur immer zur europäischen Bewegung und den jungen europäischen Föderalisten und so, wo man denkt, so ja, Heimspiel, die fragen dann immer so tolle Dinge wie, wann kriegen wir jetzt die Vereinigten Staaten von Europa? Spoiler, ich glaube so bald nicht. Sondern auch dahin, wo vielleicht die Leute sitzen, die Zweifel haben. Ne? Und auch mal aufs Land gehen, raus aus Berlin, aus der Bubble, mit Leuten sprechen, die vielleicht denken, ich weiß darüber nichts, ich habe vielleicht eher ein negatives Image, mit denen sich auf Diskussionen einlassen. Ich glaube, das ist super wichtig. Und auch schon bei den Jüngeren anfangen. Ne? Und das passiert inzwischen nach meiner Wahrnehmung deutlich mehr. Also als ich selber zur Schule gegangen bin, war 10. Klasse, irgendwann in Mitte der 90er Jahre oder so, das Thema EU kam in unseren Schulbüchern überhaupt nicht vor. Das ist inzwischen anders. Ich sehe das bei meinen Kindern, dass die das in der Mittelstufe haben, dass sie zumindest so ein Grundverständnis entwickeln, wie die Europäische Union funktioniert. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Aber vielleicht nochmal auf den Bogen zu den Europawahlen zurückzukommen. Auch da sehen wir, dass sich langsam, zu langsam wahrscheinlich, die Themen, die dort diskutiert werden, wirklich auch stärker auf die europäische Ebene beziehen. Also die Wahlen zum Europäischen Parlament wurden lange so ein bisschen so behandelt, ja, muss man irgendwie über sich bringen und man plakatiert das, was man immer plakatiert, Friede, Freude, Eierkuchen, und vielleicht so ein bisschen angelehnt auch an Kampagnen, wie sie bei der letzten Bundestagswahl gut angekommen sind, oder das, was die jeweiligen Parteien mehr oder weniger so als ihre Kernbotschaften verkaufen wollten, was aber eigentlich gar nichts mit der europäischen Politik zu tun hatte. Bei der letzten EP-Wahl war das schon ein bisschen anders. Da ging es relativ viel um Migrationspolitik, was auf der europäischen Ebene zu dem Zeitpunkt ein heißes Eisen war, und
ja, auch immer noch nicht weg ist. Da ging es auch um soziale Themen, die man aber auch eben europäisch diskutiert hat. Also das heißt, da tut sich langsam ein bisschen was auf, was man vielleicht so als Ansatz einer gemeinsamen Öffentlichkeit bezeichnen könnte. Denn daran fehlt es natürlich, ne? Also wir haben Teilöffentlichkeiten in den politischen Eliten. Wir haben die Leute, die irgendwie brav Arte gucken und so oder die Debatten auf Euronews verfolgen im Europäischen Parlament. Aber das ist ein winzig kleiner Anteil der Gesamtbevölkerung. Und diese Räume zu öffnen, das wäre sicherlich das Wichtigste und das Hilfreichste. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, man kann an diesen Wahlkampagnen schon so ein bisschen ablesen, dass es da eine allmähliche Entwicklung in diese Richtung gibt. Was man Europa ja auch gerne vorwirft oder der EU, ist ja so eine gewisse Regelungswut, wirklich alles bis ins Kleinste regeln zu wollen. Jetzt haben wir bei der Sommerzeit gerade schon gelernt, das können sie gar nicht. Aber ist das auch nur so ein Eindruck, der entstanden ist? Kommt das aus diesem Schwarzer Peter weiterschieben? Oder sitzen auch Sie manchmal da und sagen sich, warum wollt ihr denn jetzt ausgerechnet das auch noch regeln? Ja, also ist die Bananenfrage, ne? Genau, wann ist die Banane krumm sozusagen? Oder ja, es gibt auch noch ein zweites Beispiel, was immer gerne gebracht wird, die Seilbahnverordnung, die auch von einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden muss, das halt flach ist und ich glaube keine Seilbahn hat, weiß ich nicht, vielleicht tue ich jetzt gerade Mecklenburg-Vorpommern Unrecht an der Stelle. Jedenfalls, naja, also dieser Eindruck kann natürlich entstehen, wenn solche kleinen Details geregelt werden. Aber das hat mit dieser Eigenschaft der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft zu tun. Wenn überall das gleiche Recht angewendet werden muss, dann muss das einfach auch sichergestellt sein, dass zum Beispiel Sicherheitsstandards dann auch wirklich überall gelten. Und im Zweifel habe ich dann einen überflüssigen Sicherheitsstandard, wenn es in Region X nun mal keine Seilbahn gibt. Aber in Österreich ist das ziemlich wichtig, ja. Und vielleicht hat man auch gern den gleichen Sicherheitsstandard in Österreich wie in Frankreich, wie auch immer, ne? Und das heißt, das ist auf den ersten Blick eine Überregulierung, auf den zweiten Blick eigentlich relativ logisch. Die Bananen damals, ja, das ist ja so eine olle Kamelle, die immer mal wieder rausgeholt wird, dass die irgendwie so einen bestimmten Krümmungsgrad haben müssen und so, ne? Den müssen sie aber nicht haben, weil das irgendwie, weiß ich nicht, Kommissionsmitarbeitern in Brüssel so besser gefällt oder so, sondern die Idee dahinter war, dass man die dann stapeln kann in Kisten und dann hat man gemeinsame Möglichkeiten beim Import einfach das zu regulieren. Also wie viele, weiß nicht genau, was da jetzt dahinter steckt, aber so, ne, wie viele Bananen passen eigentlich in so eine Kiste, ungefähr. Also das heißt, auf den zweiten Blick stecken manchmal sinnvolle Regelungen hinter solchen zunächst etwas unsinnig wirkenden Details und dann kommt halt so beim Bürger nur an, ja, irgendwie jetzt muss das Topfebene Mecklenburg-Vorpommern eine Seilbahnverordnung umsetzen. Also meine zentrale Antwort auf diese Frage ist, es gibt viel Regulierung, es ist aber überhaupt kein bürokratischer Wasserkopf oder so. Ne? Wenn wir uns mal angucken, wie viele Leute arbeiten eigentlich in Brüssel, in der Kommission? Sollen Sie denken, so ungefähr? Wir stellen ja die Fragen. Ja, also, dachte ich mir. Also ungefähr so viele wie in der Stadtverwaltung von Köln. Oh. Okay. Ja, also ne, wenn Sie das mal projizieren auf die Gesamtbevölkerung und die Fläche und so weiter der Europäischen Union, ist das ziemlich überschaubar eigentlich. Natürlich arbeiten die zusammen mit den nationalen Bürokratien und so weiter und so fort. Das heißt, sie sind nicht alleine, aber also dieser Vorwurf, das ist so eine Gigantobürokratie da in Brüssel, der ist eigentlich Quatsch. Ja. Wenn Sie dennoch etwas ändern könnten am europäischen Konzept, was wäre das? Also das Schwierige an dieser Frage ist, dass es viele auf den ersten Blick einfache Ideen und Antworten darauf gibt, die dann auf den zweiten Blick das politische System der EU ziemlich umschmeißen mit Konsequenzen, bei denen wir nicht so genau wissen, ob man die sich wünschen sollte. Also, ich nehme mal ein im Moment viel diskutiertes Beispiel heraus, die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Krankt daran, dass wir 27 Mitgliedstaaten haben, die total unterschiedliche Traditionen haben, die sich für unterschiedliche, sagen wir mal, Bedrohungen und Regionen interessieren, die unterschiedlich gewillt sind, ihr Militär einzusetzen und so weiter und so fort. Also eigentlich ist das ein Feld, das bisher sehr, sehr schwierig zu regeln gewesen ist. Jetzt haben wir gleichzeitig so eine Art Schub, weil wir sehen, die Sicherheitslage in Europa erfordert, dass man enger zusammenarbeitet. Mit den USA weiß man nicht so genau, was nach den nächsten Wahlen passiert. Also das heißt, die Idee, wir müssen die europäische Außen- und Sicherheitspolitik stärken, die ist da und ich glaube, das ist auch eigentlich Mehrheitsmeinung. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Und jetzt könnte man die einfache Antwort geben, naja, dann müssen wir da halt weg von den einstimmigen Entscheidungen, ne, und müssen das mit Mehrheit entscheiden.
Jein. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Schlüssel dazu sein könnte, handlungsfähiger zu werden, vielleicht Blockaden zu vermeiden, Entscheidungen auch schneller zu machen. Aber das ist natürlich auch ein Kernthema von staatlicher Souveränität, was super sensibel ist, ne? Weil wenn es hart auf hart kommt, geht es darum, schickt man Soldaten in irgendeinen Auslandseinsatz, wo die ihr Leben riskieren. Und jetzt stellt man sich eine Situation vor, wo sowas mit Mehrheit entschieden wird, mit qualifizierter Mehrheit wahrscheinlich. So, und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, was rechnerisch geht, aber nicht besonders wahrscheinlich ist, Deutschland wird dabei überstimmt. Ja? Also man hat komplett das ganze Feld auf qualifizierte Mehrheitsentscheidungen umgestellt. So, man wird überstimmt und wird quasi gezwungen, was jetzt nicht heute und morgen passieren wird, aber würde gezwungen, irgendwie Bundeswehrsoldaten in irgendeinen Einsatz zu schicken. Ich glaube, das wäre für die Gesamtakzeptanz der europäischen Integration nicht wirklich förderlich. Ja? Und ich glaube auch, dass das über einen etwas längeren Zeitraum eher dazu führen würde, dass man noch viel fundamentalere Blockaden schafft. Ja, weil dann die Mitgliedstaaten irgendwann sagen werden, nee, Moment mal, das geht uns jetzt alles zu weit. Ja? Und also deswegen ist diese auf den ersten Blick so einfache, verlockende Antwort halt weg von der Einstimmigkeit auf den zweiten Blick tricky. Und man könnte vielleicht versuchen, damit in einzelnen kleineren Teilbereichen ein bisschen rum zu experimentieren, ne? Und gleichzeitig aber versuchen, auch das souveränitätsschonend zu machen, dass so bei den absoluten Kernen, auch ein anderes Thema, Finanzierung der sozialen Sicherung und so weiter, dass da trotzdem die Rolle der Mitgliedstaaten gewahrt bleibt, ne? Weil einfach diese Vorbehalte bei den Regierungen, in den Bevölkerungen noch da sind und die sind auch, glaube ich, nicht falsch. Ja? Also jetzt sozusagen naiv zu sagen, wir müssen nur alles auf die europäische Ebene schieben, dann wird alles gut. Das wäre überhaupt nicht mein Ansatz, ne? Sondern man muss das gut austarieren, man muss gucken, was sind Aufgaben, die auf der europäischen Ebene besser gelöst werden können. Und das sind viele. Ich kann vielleicht gleich noch ein paar Beispiele nennen. Aber auch, wo brauchen wir das nicht? Ne? Was ist besser auf der nationalen, vielleicht sogar auf der subnationalen Ebene, bei den Ländern, bei den Kommunen und so weiter angesiedelt? Das Prinzip dazu auf der europäischen Ebene heißt Subsidiarität. Also man versucht, gelingt vielleicht nicht immer, aber man versucht auf der niedrigstmöglichen Ebene immer quasi die Kompetenz anzusiedeln. Ne? Und ich glaube, dass es eine Reihe von großen Themen gibt, wie auch Macron das zum Beispiel in seinen vielbeachteten Reden vor einigen Jahren gesagt hat, wo wir sowas wie europäische Souveränität brauchen. Das ist Sicherheit. Da kann keiner der Mitgliedstaaten der Europäischen Union alleine irgendwas ausrichten. Das sehen wir in der aktuellen Situation ganz, ganz plakativ. Das ist Klima. Da gilt das Gleiche. Ne? Das ist wahrscheinlich auch irgendwie das Thema Digitales. Das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, ne? Aber da irgendwie mit den großen Playern mitzuhalten und konkurrenzfähig zu bleiben, das ist sicherlich auch ein heißes Eisen. Also sozusagen die ganz, ganz großen Herausforderungen unserer Zeit, dafür brauchen wir die Europäische Union. Ne? Welche Themen würden Sie noch abgeben? Meinen Sie abgeben an die Europäische Union? Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben so ein paar Beispiele, wo Sie sagen, das wäre in Europa besser aufgehoben. Gibt es denn so Themen, wo Sie sagen, wenn man die jetzt aus der nationalen Verantwortung rausnimmt und nach Europa packt, wäre das ein Schritt nach vorne? Also das ist eine komplizierte Frage, weil die heutige Kompetenzverteilung nicht schwarz-weiß ist. Also wir haben nicht eine Situation, wo entweder ein Politikfeld komplett auf der europäischen oder komplett auf der nationalen Ebene liegt, sondern es gibt auch sozusagen Bereiche dazwischen, wo die Europäische Union unterstützt oder wo die Europäische Union aktiv wird, wenn sie also aktiv werden kann, aber wenn sie das nicht tut, dann machen das die Mitgliedstaaten und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist schon heute komplizierter. Ich glaube, der dringendste Handlungsbedarf besteht im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben der andere Bereich, den ich gerade angesprochen hatte, Klima. Da haben wir schon ja eigentlich eine Situation, wo die Europäische Union relativ viel machen kann. Also sie kann verbindliche Vorgaben in einigen Teilbereichen machen, sie kann koordinieren und tut das auch. Natürlich wissen wir auch alle, es hapert dann doch oft an der Umsetzung und an der mangelnden Sanktionierbarkeit, wenn das nicht eingehalten wird. Ne? Also diese Fit for 55 zum Beispiel, Vorgaben, naja, sind nicht vielleicht auf dem Weg, den man sich wünschen würde. Aber da ist die Europäische Union schon relativ handlungsfähig. Also ich glaube, dass am meisten Druck besteht, etwas zu tun im Bereich Außen- und Sicherheit tatsächlich. Ja. Euro haben wir erreicht. Grenzen sind offen.
Die Vereinigten Staaten von Europa sind noch eine Weile hin, ist Ihre Prognose. Was wären denn jetzt so die nächsten Schritte zu den Vereinigten Staaten von Europa? Eine gemeinsame Sprache zum Beispiel, oder ist auch das eher vielleicht in 50 oder 100 Jahren ein Thema? Ich glaube, eine gemeinsame Sprache brauchen wir gar nicht. Also zumindest nicht eine, die für alle dann die Muttersprache ist. Das haben die Schweizer zum Beispiel auch nicht. Wir brauchen eine Sprache, in der wir uns relativ problemlos verständigen können. Das ist absehbar Englisch, auch wenn Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Und das ist ja eigentlich in weiten Teilen schon eine Realität, auch wenn daran leider nicht alle teilhaben, ne? Und auch nicht teilhaben können. Aber ich glaube, dass es absehbar, dass das sich so entwickeln wird, dass alle irgendwie untereinander sich mit so einer Art funktionalem Euro-Englisch gut verständigen können, das nicht unbedingt perfekt sein muss. Und dann gibt es weiterhin nationale und regionale Sprachen, die völlig in Ordnung sind. Das ist auch eine Stärke der Europäischen Union, ne? Dieses, also das Motto, das immer wieder benutzt wird, ist ja Einheit in Vielfalt oder Unity in Diversity. Also und das soll auch nicht weg, um Gottes Willen. Ja, ich würde niemals sagen, wir müssen jetzt am Reißbrett irgendwie dafür sorgen, dass wir unsere, ne, Esperanto irgendwann mal früher, wir brauchen unsere eigene Sprache und die anderen müssen irgendwie verschwinden. Und auf keinen Fall, im Gegenteil. Ne? Diese kulturelle Vielfalt soll unbedingt erhalten bleiben. Was wir in der Europäischen Union noch nicht haben, was es von einem Staat sicherlich noch mal unterscheidet, neben institutionellen Fragen, die jetzt vielleicht nicht so spannend sind, ist, die Europäische Union erhebt keine Steuern. Und sie macht auch nicht im großen Stil Umverteilung. Also das sind ja zwei Dinge, die im nationalen Kontext ganz wichtig sind. Steuern, glaube ich, brauche ich nichts weiter zu sagen. Und der Sozialstaat als sozusagen Umverteilungsinstitution, der auch auf der nationalen Ebene angesiedelt ist. Das macht die Europäische Union bisher nur in relativ überschaubarem Umfang. Sie macht es ein bisschen zwischen Regionen. Na, unter der Perspektive der Angleichung der Lebensverhältnisse in den Mitgliedstaaten, aber auch in den Regionen. Also da gibt es diese Kohäsionsfonds, das ist schon eine Art von Umverteilung, aber das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt zwischen gesellschaftlichen Gruppen umverteilen würde. Und es ist auch vom Gesamtumfang sicherlich ja, sozusagen noch relativ weit von so einem europäischen Staat entfernt. Brauchen wir den? Wollen wir den? Also ich muss sagen, ich hätte diese Frage, glaube ich, vor 15 Jahren oder so vielleicht noch etwas optimistischer beantwortet, sowohl mit Blick auf das auf die Möglichkeit, das realistisch umzusetzen, als auch vielleicht auf die Frage, ob ich mir persönlich das wünschen würde. Also die Älteren unter den Zuschauern erinnern sich, als der Verfassungsvertrag unterschrieben werden sollte. Das war noch bevor der dann in den Referenden in den Niederlanden und Frankreich scheiterte. Da gab es diese feierliche Unterzeichnung in Rom der Verträge. Und ich habe das damals irgendwie als Studentin im Fernsehen gesehen und dachte, jetzt bist du dabei, sozusagen, ja, wie hier irgendwie gerade die Vereinigten Staaten von Europa so ein bisschen ihre Initialzündung feiern. Und dann ein oder zwei Jahre später ging das den Bach runter eigentlich, muss man sagen. Ne? Und man hat dann die Inhalte gerettet über den Vertrag von Lissabon, aber die ganze Symbolik im Grunde beerdigt. Und wenn man sich dann anguckt, was seitdem passiert ist in den 15 Jahren danach, fast 20 Jahren danach, dann ist das eigentlich eine Geschichte von Krise an Krise und die hören auch irgendwie nicht mehr auf. Also die alten Krisen verschwinden nicht, es kommen neue dazu. Die Euro-Krise ist ja halbwegs ruhig gestellt, aber die kann auch wieder ausbrechen. Das Thema Migration ist auf europäischer Ebene nicht wirklich gelöst worden. Wir haben die Sicherheitslage in Europa, die sich drastisch verschlechtert hat. Wir hatten den Brexit. Okay, das ist vielleicht noch am ehesten eine Krise, die, wo man sagen könnte, Haken dran, wird hoffentlich nicht wieder vorkommen. Wir haben all die Fragen mit demokratischer Legitimität, Populismus und so weiter und so fort. Und das hat sich eigentlich alles so addiert, bis dann ja auch Jean-Claude Juncker, der vorherige Kommissionspräsident, irgendwann dieses schöne Wort von der Polykrise geprägt hat. Also lauter Krisen, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen und gleichzeitig vor sich hin brutzeln sozusagen. Und ich glaube, in der Situation jetzt zu fordern, dass wir den europäischen Staat brauchen, würde so ein bisschen die Realitäten doch verkennen. Also dass das offensichtlich nicht gewollt ist von großen Teilen der Bevölkerung, von auch von vielen Regierungen. Und den jetzt quasi einfach darüber zu stülpen und zu sagen, machen wir jetzt aber trotzdem, das wäre sicherlich keine gute Idee. Ne? Insofern wäre ich dafür, die Europäische Union funktional zu denken, zu gucken, wo wir sie verbessern können, wo wir sie mehr brauchen, als wir sie bisher haben. Aber gleichzeitig auch anzuerkennen,
dass die Nationalstaaten nicht verschwinden werden, ja, und dass auch Nationalstaaten irgendwie nicht böse sind oder schmuddelig oder irgendwas, ne, sondern dass das eine weiterhin relevante Einheit ist, in der nicht nur in der internationalen Politik, da ist es offensichtlich, sondern auch in der europäischen Politik. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und noch eine Frage weiterreichen, nämlich von einem Gast, der erst kürzlich auf diesem Sessel gesessen hat, auf dem Sie heute sitzen, Olaf Feuerborn. Der Präsident des Landesbauernverbandes hatte sich hier bei uns im Wahllokal dafür ausgesprochen, dass es doch gemeinsame europäische Standards in der Landwirtschaft geben sollte, also in Anbau, Produktion und auch in Tierwohlfragen, um da eine Gerechtigkeit herzustellen. A, ist das realistisch aus Ihrer Sicht? Und wenn ja, wie lange wird es brauchen, um solche Standards zu definieren und dann auch letztlich in die Umsetzung zu bringen? Also ich muss gestehen, dass das echt eine Spezialfrage ist, über die ich gar nicht so viel weiß, über den Status quo, wie das heute reguliert ist. Tatsächlich, wir haben ja eine europäische Landwirtschaftspolitik, die auch einen erheblichen Teil des EU-Haushalts traditionell einnimmt. Und mit den Reformen dieser gemeinsamen Agrarpolitik ist auch einhergegangen, dass man zumindest in manchen Bereichen gemeinsame Regeln eingeführt hat. Also zum Beispiel für solche Dinge wie, wie viel Prozent der Fläche irgendwie reserviert werden müssen für den Naturschutz. Also irgendwelche Blühstreifen am Rand von Äckern oder so. Also insofern ist es nicht so, dass wir heute da gar keine Vereinheitlichung haben. Thema Tierwohl, wenn er das so gesagt hat, wie gesagt, das ist nicht mein Spezialgebiet, dann haben wir das offensichtlich heute nicht. Ich denke, das ist prinzipiell etwas, was man regeln kann. Also man darf es auf jeden Fall regeln. Das ist ein Binnenmarktthema. Ne? Also die Kompetenz hat die Europäische Union, das ist nicht die Frage. Die Kommission könnte eine Initiative dementsprechend starten. Sie wird das aber nur tun, wenn sie einigermaßen zuversichtlich ist, dass das auch durchgeht. Ja, also eine sozusagen Harakiri-Initiative, bei der man vorher schon weiß, die Mitgliedstaaten, einzelne Mitgliedstaaten wollen das nicht, die werden das blockieren, das wird man sich nicht geben. Und das kann ich schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Also wie sich da welche Mitgliedstaaten zu positionieren würden. Ich glaube, das Europäische Parlament ist an der Stelle nicht das Problem. Das wäre wahrscheinlich sehr schnell dabei, da gemeinsame Standards zu vereinbaren. Aber es mag Mitgliedstaaten geben, die ihren Standortvorteil in der Landwirtschaft darin sehen, dass sie irgendwie die Schweine auf 2 Quadratmeter zusammenfärchen oder so. Ne? Und ja, also dann wäre halt die Frage sozusagen, wie sich das quantitativ zueinander verhält und ob das realistisch ist, so eine Initiative durchzukriegen. Ja, aber das, also unter dem Vorbehalt wirklich, dass das nicht mein Thema eigentlich ist. Trotzdem vielen Dank. Genau, also vielen Dank, dass Sie da waren und uns ein bisschen über Europa heute beigebracht haben oder wir ein bisschen tiefer eintauchen konnten in das Thema. Und so langsam bewegen wir uns ja auf die Zielgerade zur Europa- und Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt. Und in der kommenden Folge vom Wahllokal schauen wir mal in die lokalen Gegebenheiten im Landkreis Wittenberg. Ein riesiger Landkreis im Osten von Sachsen-Anhalt. Da haben wir unsere Kollegen zu Gast und wir gucken mal, ja, was dort gerade für die Wahl entscheidend sein wird. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr die Folge auf keinen Fall mehr. Genau, dasselbe hätte ich jetzt auch gesagt, da ist mir der Stefan jetzt schon wieder zuvor gekommen, aber das macht nichts. Damit verabschiede ich mich und freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Bis bald. Ciao.